Thiagos Leidenszeit vor dem Ende. Bayern Münchens Mittelfeldspieler Thiago ist nach mehr als 6 Monaten Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining beim deutschen Rekordmeister eingestiegen. Der 23-Jährige hatte sich vor einem halben Jahr beim 3:3 gegen Hoffenheim das Innenband im Knie gerissen. Durch die Verletzung verpasste der spanische Nationalspieler auch die WM in Brasilien. Spekulationen um Khedira. Nationalspieler Sami Khedira könnte seinen Club Real Madrid angeblich im Winter für rund 15 Millionen Euro verlassen. Wie der Daily Express berichtet, seien die Königlichen offen für einen Verkauf des Mittelfeldspielers. In der laufenden Saison absolvierte der 27-Jährige nur 2 Einsätze für den aktuellen Champions-League-Sieger. Dem Weltmeister soll bereits ein Angebot des FC Arsenal vorliegen. Rolfes winkt neuer Vertrag. Bayer Leverkusen Simon Rolfes kann sich Hoffnungen auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages machen. Sollte der Kapitän nach seinem Syndesmoserriss zur alter Form zurückfinden, habe er die Perspektive auf einen neuen Kontrakt, berichtet der Kicker. Der 32-Jährige spielt seit 2005 für Leverkusen und stand in dieser Zeit 349 Mal für die Werkself auf dem Platz.